Ich begrüße euch, Brüder und Schwestern im Namen Jesus. Es war eine schöne Zeit heute hier. Wir haben uns alle im Namen Jesus versammelt und wir haben alle tolle Erlebnisse geteilt. Wir sind hier in Stuttgart. Viele sind aus überall gekommen, ganz Deutschland, also manche sogar aus Österreich, wie ich mitbekommen habe. Ich bin persönlich aus Bonn gekommen und ich freue mich recht, hier zu sein, das Wort zu teilen, denn Jesus ist wunderbar. Wir sind hier nicht für einen Menschen gekommen oder für irgendeinen Bruder oder Schwester, aber wirklich für Jesus Christus. Und wir haben seinen Namen nochmal gelobt, gepriesen. Gepriesen sei sein Name. Ich hoffe, dass Feuerweckung in Deutschland wirklich aufgeht, dass Deutschland berührt wird, denn wir sind hier wirklich hier. Mission ist, dass wir die Deutschen auch, dass die deutsche Nation wirklich erreicht wird, dass alle in Deutschland wirklich das Wort kriegen. Ich segne euch alle im Namen Jesus. Danke. Ciao, ciao. Ich begrüße euch alle Gemeinde in Deutschland, heute versammelt in Stuttgart. Und ich möchte euch segnen. Ich möchte euch sagen, dass wir als Ausländer hier in Deutschland, wir haben verstanden, endlich mal nach mehreren Jahren schlafen, wir haben verstanden, dass Jesus ein Rest hier in Deutschland hat. Wir möchten euch ermutigen, zurück zum Wort zu kommen. Und wir segnen euch, dass wir ein Leib sind, dass wir in Jesus bleiben, dass es keine Farbe gibt. Wir haben endlich mal verstanden, wir haben schon Buße getan und wir wollen euch ermutigen, unsere Webseite zu schauen, zurück zum Wort. Und wir freuen uns schon, dass wir miteinander zusammenarbeiten, weil wir sind ein Leib, das Jesus zurückholen wird. Ein Leib sind wir und wir sagen euch heute, wir sind eins in Jesus. Amen. Ich kann nur eins sagen, da wo sich die Gemeinde trifft im Namen Jesu Christi, ist immer der Herr dabei und er tut etwas. Er geht in die Herzen. Er heilt, er befreit und es gibt nichts Besseres als das Wort des Herrn. Und das Wort des Herrn heißt zurück zum Wort. Nicht mehr das Alte, was wir früher gehabt haben, die Religionen, sondern wir müssen zurückkommen zum Wort Gottes. Und das ist in der Bibel ganz genau beschrieben und das ist das wahre Wort, nicht das Vermischte. Wir haben nur eine Aufgabe, dieses Wort zu sprechen und weiter zu verkünden, damit die Herzen geöffnet werden. Und damit auch du, der du das jetzt hörst, Sehnsucht bekommst nach Jesus Christus. Der Herr möge euch die Augen öffnen, der Herr möge euch eure Gedanken verändern, der Herr möge euer Inneres verändern und der Herr möge euch heilen. Alle. Im Namen Jesu Christi. Amen. Hallo liebe Geschwister in Deutschland, ich begrüße euch. Heute gab es eine Konferenz heute und ich freue mich, da gewesen zu sein und der Herr hat uns gesegnet und ja, wir haben auch viel gelernt, der Herr hat uns ermutigt, dass wir zurück zu der ersten Liebe kommen sollten und ich glaube, diese Botschaft ist nicht nur für uns, aber für jede Person, die dieses Video also anschauen wird. Und ja, seid alle ermutigt in Jesus Namen. Amen. Hallo meine Geschwister, ich bin die Schwester Fallon. Ich begrüße euch alle im Namen Jesus. Und zwar, wir hatten heute eine christliche Versammlung hier in Stuttgart, Deutschland für Jesus. Und ich möchte euch wirklich alle dazu aufrufen, dass wir uns alle wirklich erheben, dass Gott alle Nationen, die hier in Deutschland sind, die Deutschen, Franzosen, Chinesen, Engländer, alle wirklich
wirklich, dass Gott wirklich alle Menschen unterstützt, dass wir uns wirklich erheben und im Namen Gottes hoch erheben. Und ich möchte noch wirklich dazu sagen, vor allem Jugendliche, dass wir wirklich für Jugendliche beten, weil viele Jugendliche sind wirklich auf dem falschen Weg und dass Gott ihnen wirklich helfe, den wahren Weg zu finden, dass sie Gott kennenlernen. Und ja, das ist das, was ich sagen konnte. Vielen Dank. Hallo, preis den Herrn. Ich komme jetzt gerade von einer christlichen Veranstaltung und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gesegnet worden. Ich fühle mich wieder stärker. Ich fühle mich aufgebaut. Ich fühle mich erfrischt. Gott hat gesprochen, mein Herz gesprochen. Die Dinge, die ich noch klar machen muss mit ihm. Es war ein großer Segen für mich und auch meine Brüder und Schwestern, die hier gekommen sind. Und ich glaube, jeder, der hier heute war, gesegnet zurück nach Hause, gestärkt, geheilt, befreit und hat Freude im Herzen. Und alle, die das hören heute, wünsche ich dasselbe, dass du Freude in deinem Herzen hast. Vergib deinen Nachbarn, vergib deinen Freunden, vergib dir selbst. Und vor allem, komm zu Jesus, denn Jesus liebt dich. Gott segne euch. Und tschüssi. Ich segne den Herrn. Das ist heute, wir uns zusammen getroffen hier in Stuttgart. Und der Herr möchte, dass wir seine Worte verbreitet. Deswegen hat er uns heute gesammelt hier. Und wir wollen, dass es die ganze Deutschland diese Botschaft verbreitet. Und das ist das Ziel, was wir haben. Und wir können das Ziel nur erreichen, nur wenn wir mit Gott das zusammen machen. Ohne Gott können wir gar nicht machen. Und ich segne den Herrn, dass er uns heute diese Möglichkeit gegeben hat, dass er uns zusammen geführt hat und dass wir zusammen gebetet in seinem Namen. Und ich bin davon fest überzeugt, dass es heute nun der Anfang ist und nicht das Ende. Und das nur Anfang. Und was der Herr angefangen hat, wird das auch zu Ende bringen. Und ja, das ist alles, was euch sagen, dass jeder von uns an diesem Wort festhalten, an Gott festhalten und tun, was Gott uns sagt, dass wir gemeinsam das Ziel erreichen. Im Namen Jesus. Amen. Guten Tag, Bruder, Schwester im Herrn Jesus Christus. Wir sind hier in Stuttgart, präzise im Convestheim. Wir haben gerade bei einer christlichen Konferenz teilgenommen, die dank Gott sehr gut gelaufen ist. Also wie ein Neuanfang auch für uns, wieder mal solche Konferenzen hier zu organisieren, aber nicht das letzte Mal, denn wir wollen diesmal wirklich durchlegen, dass dieses Feuer, das Evangelium ganz Deutschland berührt, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, davon zu hören, denn das ist unsere Mission. Der Herr hat gesagt, geht und macht aus allen Jüngern, allen Nationen, meine Jüngern, lehrt ihnen, tauft sie und lehrt ihnen, was ich euch gelehrt habe. Das ist unsere Mission, deswegen haben wir heute Neustart angefangen in Deutschland, also in Stuttgart, und werden versuchen, unser Ziel ist es, in ganz Deutschland, in verschiedenen Städten, solche Veranstaltungen zu organisieren, um das Feuer des Evangeliums in ganz Deutschland verbreiten zu können. Das ist unsere Wille. Wir wollen uns nicht erheben, wir wollen nicht uns zeigen, dass wir besser sind als die anderen, nein, aber wir wollen Jesus Christus erheben, weil nur er kann uns retten. Er hat gesagt, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. Wenn nicht durch mich geht, wird niemals den Vater sehen. Wer möchte nicht in den Himmel gehen? Jeder möchte in den Himmel gehen. Und wenn du es auch möchtest, verlasse die Sünde, verlasse die weltlichen Dinge. Komm zu Jesus, nicht zu uns, nicht zu einer Denomination, nicht zu einer Organisation, aber komm zu Jesus. Jesus ist rein und er möchte auch, dass wir rein sind, so wie er. Verlassen wir alles, was unrein ist, alles, was weltlich ist. Hass, Lüge. Vor allem haben wir hier in Deutschland so einen Slogan. Wir sagen, okay, Notlüge, das kann durchgehen. Beim Mensch geht das durch, aber der Gott akzeptiert keine Notlüge. Es gibt keine kleine und keine große Sünde vor Gott. Sünde ist Sünde, Punkt. Und er hat gesagt, derjenige, der Lüge praktiziert und Lüge liebt, der wird rausgeschmissen. Er hat keinen Platz im Himmelreich Gottes. Kein Platz. Also sollen wir nicht leichtsinnig sein, leichtsinnig gegenüber mit der Sünde, also nicht mit Spielen, weil das ist kein Spielzeug. Das ist eine Waffe, die dich selbst umbringt.
Aber es gibt auch eine Waffe, die die Sünde umbringen kann, das ist das Wort Gottes. Das ist, wenn du die Sünde, das Wort Gottes akzeptierst, und dann hat die Sünde keinen Platz mehr in deinem Leben. Das wollen wir verbreiten. Komm zu Jesus, kehr zurück, verlass die Religion. Die Religion rettet nicht. Der Herr hat gesagt, auf diesem Stein werde ich meine Gemeinde bauen. Aber welchen Namen hat die Gemeinde? Ist sie katholisch? Ist sie evangelisch? Sind das die Zeuge Jehova? Welchen Namen hat er dir gegeben? Von wo kommen diese ganzen Namen? Stellt euch mal die Frage. In der Bibel gibt es das nicht. Aber wieso sind wir stolz so auf sowas doch? Das sind so kleine Vereine. Der Herr hat uns den Namen von der Gemeinde nicht offenbart. Er kennt den Namen, aber er hat gesagt, er wird seine Gemeinde abholen. Und diese Gemeinde sind nicht zwei, das ist nur eine Gemeinde. Jetzt stellt euch die Frage, welche Gemeinde wird abholen? Katholisch, evangelisch, orthodox, welche? Die Wahrheit ist gar keine von denen. Das ist die Wahrheit. Weil seine Gemeinde ist versteckt. Er selber weiß, wo sie ist. Er hat gesagt, du und ich sind Mitglied des Leibes Gottes. Du und ich sind Mitglied des Leibes Gottes. Wie man uns hier heute gepredigt hat, das Tempel. Also wir sind der Tempel, ne? Nicht irgendwie ein schönes Gebäude, eine Kathedrale. Das ist, der Gott lebt nicht da drin. Wir können den Gott nicht einsperren. Das ist doch kein Kaninchen. Dass du den in einen Käfig einsperrst, sagst du Gott, okay, das ist dein Platz. Wenn ich Lust und Zeit habe, dann komme ich, dann gebe ich dir ein paar Möhren und dann, wenn ich keine Lust auf dich habe, dann lasse ich dich da und ich gehe in die Stadt und mache, was ich will. So funktioniert das nicht. Der Gott möchte in uns leben. Der Gott möchte jeden Tag in uns leben. Er hat uns erschaffen, damit wir ihn loben. Wie kannst du den loben, wenn er nicht in dir ist? Geht nicht. Nur durch den Heiligen Geist kannst du ihn loben. Deswegen hat er gesagt, ich suche wahre Jünger, also wahre Kinder, wahre. Nicht die mit schönen Stimmen, nicht die schön predigen können, die gut reden können, aber die mich loben in Wahrheit und im Geist. Dieser Geist ist der Heilige Geist. Dieser Heilige Geist ist Jesus. Jesus ist Gott. Jesus ist das Wort. Deswegen komm zurück zum Wort. Zurück zum Wort. Das Evangelium des Himmelreich Gottes. Zurück zum Wort. In Namen Jesus. Amen. Mein Name ist Alice. Ich komme aus Frankfurt. Ich habe von der Konferenz es vor kurzem erfahren. Da habe ich mich entschieden, hier vorbeizukommen. Ich habe mich sehr gefreut, hier dabei zu sein. Das war wirklich schön, in der Gegenwart von Gott zu sein. Wir haben mit Brüdern und Schwestern viel geteilt. Wir haben ausgetauscht und jeder hat was gelernt. Ich freue mich, dass wir alle gemeinsam für Deutschland gebeten haben. Das war auch mein persönliches Gebet gewesen, dass wir einfach Gott darum bitten, dass er uns auch an Erweckung ermöglicht. Ich danke alle Brüder und Geschwister für diese Zeit und jeder soll einfach ganz viel Mut haben, einfach ja weiterzumachen. Ich denke, wir haben das Beste gewählt, Jesus Christus zu folgen. Amen. Amen.